Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Minecraft Galaxy. Liebe Freunde, ich habe lange Zeit mich jetzt ja quasi erholt und hoffe, dass ich jetzt auf den Server komme. Okay. Erstmal wieder orientieren, wo wir hier so sind. Und dann erstmal pennen gehen, weil wir werden jetzt unser Haus... Oh, habe ich mich gerade erschrocken, ey, wegen der Scheißkiste. Und dann werden wir so unser Haus mal so langsam ein bisschen fertiger bauen. Und machen das schön. Was sehr schwer werden wird. So. Ihr seht, der Boden, den haben wir immer noch nicht fertig. Das war heute als erstes fertig. So. Kann ich direkt noch mehr machen. Davon brauchen wir halt leider sehr viel. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar keinen Schimmer, also doch einen Schimmer schon ein bisschen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Das ist die einzige Scheiße bei Minecraft, dass du hier die ganze Zeit so große Flächen nicht fertig schnupseln kannst. Und ich glaube, ich brauche auch mehr Lavatanks. Ich befürchte es förmlich. Für meinen morbiden Plan. Weil ich denke, dass diese Lavatanks A, erstmal eine schöne Lichtquelle geben. Dass halt nicht irgendwelche dummen Viecher spawnen. Und darüber hinaus, dass man mit diesen ja, Lavatanks vielleicht auch das eine oder andere betreiben kann. Das ist so zumindest der erste Plan. Und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht. Ich weiß, mit der Spitzhacke soll ich das eigentlich nicht machen. Guck mal, ich war jetzt so lange nicht mehr hier. Und meine Schaufeln, zumindest die eine Schaufel, ist immer noch nicht regeneriert. Die Sau. Dann mache ich oben auf dem Dach. Wir haben ja noch ein weiteres Projekt vor. Und zwar den Drachen. Den müssen wir natürlich auch noch machen. So, ist die endlich weg da? Dann kann ich hier Glücksgrün zumachen. So. Das ist echt viel. Wer hätte das gedacht? So, da habe ich die Wand schon zugemacht. Was ist das denn hier für ein Dreckfleck? Wo kommt der denn her? Nein, das war die falsche. War das der? Der kommt genau da, die Tür. Ist das wegen dem Licht? Woher kommt der Fleck? Keine Ahnung, woher der Fleck kommt. Der geht mir aber schon ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde. Ja gut, auf jeden Fall, zum Hausbau gehört natürlich auch, wie wir es hier gerade wunderschön sehen, dass man ein, ja, ich weiß auch nicht, ob das dunkel, zu dunkel ist oder ob man da ein Fenster reinhauen sollte, das weiß ich noch erstmal. Wir machen erstmal einen Luftschutzbunker draus und dann können wir nach und nach uns immer noch entscheiden, wo machen wir Fenster hin, weil mal ehrlich, ein Haus ohne Fenster sieht kacke aus.
Finde ich zumindest. Und man muss auch bedenken, dass ich das hier so schön aus Holz mache. Sorgt dafür, dass im schlimmsten Fall mein Haus brennt wie Hulle. Das heißt, wenn ich irgendwo Kacke baue mit der Lava, und seien wir mal ganz ehrlich, das könnte gut passieren, dass da irgendwo Scheiße passiert, dann stehe ich da. Man könnte auch einfach, habe ich auch gerade eben überlegt, eine Lavadecke machen, oder? Also so eine in der nächsten Etage, also sprich hier oben, wäre dann als Decke Lava. Dann müsste das doch überall hell genug sein. Aber ob das aussieht, ist wiederum die andere Frage, ne? Weiß ich nicht. Fragen über Fragen. Wie muss ich denn so viel futtern hier? Mit dem Reis. So. Ja, es tut mir auch leid, dass es so ein bisschen länger gedauert hat, jetzt wieder mit Minecraft anzufangen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei den Black Story Folgen. Verpiss dich doch, du dummes Scheißding! Bei den Black Story Folgen, die machen unwahrscheinlich viel Spaß. Es macht einen Heidenbock, mit den Leuten aufzunehmen. Aber es gab bisher noch keine einzige Folge, die fehlerfrei abgelaufen ist. Also immer ist irgendwas passiert. Sei es die Aufnahme war kacke, es hat geleckt oder alles Mögliche. Was die Renderarbeit jetzt nicht gerade senkt. Und man sagt ja eigentlich so, ich weiß gar nicht, 26, 27 Folgen haben wir jetzt schon hochgeladen oder, ja, sagen wir es so, 30 Folgen habe ich aufgenommen ungefähr. 29, glaube ich. Und wie gesagt, es gab keine Folge, die einfach fehlerfrei vonstatten gegangen ist, wo alle Dateien direkt schön am Start waren. Immer ist irgendwas schiefgelaufen. Steckst du nicht drin, ne? So. Der Fleck geht mir echt auf den Sack. Verreck elendig in deinem Loch. Das, ey, ohne Scheiß, Freunde, das regt mich so auf, wenn ich hier einen verranze. Mann! So. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Lava hell genug wäre. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, dass dieser Lavakranz hell genug wäre. Kommt sie schon wieder an. So. Wer Langeweile hat, kann ja mal zählen, wie groß das ganze Feld ist. Wir nähern uns dem Ende, Freunde. Wir nähern uns dem Ende. So, the Bates. So, wir haben
Wir haben, ja, was haben wir? Hier schön alles geschnupselt. Soll ich jetzt erstmal mit Steinziegeln zumachen, damit wir hier in Ruhe bauen können und hier keine doofen Viecher kommen? Auf jeden Fall kann man das Ding vom Weltall aus sehen. Was machen wir hier für eine Verkleidung? Ich hätte ja auch Bock, irgendwie wieder einen Wasserfall da einzubauen. Was ist denn das? Es ist doch nachts. Boah, der Strahlentempel. Wie ging eigentlich nochmal der Tank? Ich habe jetzt so lange kein Minecraft mehr gespielt, dass ich ein bisschen... Ach, Alter, was schreibe ich denn da? Dank. Noch so, ich sag mal ganz ehrlich, noch so ein paar Tanks wären ja nicht schlecht, ne? Meine Eule ist auch noch am Start. Viel Obsidian ist das jetzt nicht. Hätte ich aber auch selber drauf kommen können. Obwohl, das Wasser sieht cool aus, finde ich. So. Waren hier nicht noch Mopeds drin? Diese Pneuro-Kacke? Die Pneumatik. Müssen die eigentlich noch da drin gewesen sein? Weiß ich gar nicht. Was ich hier für einen Scheiß alles gebaut habe. Leer. Okay. Krieger hat wieder irgendwelche wirren Ideen, Freunde, das sage ich euch. Ups. Das ist ein anderes Ding. Hast du wahrscheinlich gefressen, ne? Mein Eruptiv-Exkludierer. So. Wie war's mit Shift, ne? Aha! Pause, Pause, Pause! So. Ah, eine Pneuro muss installiert werden. Da muss eine Pneuro rein.
muss da überhaupt eine Pleuro rein? Ach, Freunde, jetzt fängt das wieder an, ne? Ich habe doch Wasser unten drunter. Ha, der füllt sich. Aha. So langsam. Warum füllt er sich so langsam? Warum füllt er sich so langsam? Keine Ahnung. Gehen wir mal Wasser holen. Dann knüppeln wir mal eben was rein und dann gehen wir pennen. Beziehungsweise beenden wir die Aufnahme. Wieso kann ich hier jetzt kein Wasser reinkippen? Geht auf jeden Fall schneller. Aha. Geht doch. Und jetzt hier um die Truhe drauf. Ist das so? Ja, es geht. So. Wunderbar, haben wir das auch wieder drauf. Dann gehen wir ins Bett und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.